wissen wir eigentlich, wer genau ins Land kommt. Wollen wir keine Details hier ausbreiten? Tadschikische Islamisten. Weil wir stochern da manchmal im Nebel, können ein paar Polizisten einsparen. Wir stochern im Nebel, tadschikische Islamisten, wir können Polizisten einsparen. Wieder eine spannende Sendung bei Markus Lanz. Es ging eigentlich vorrangig nur um die EM und um den Fußball. Doch gegen Ende der Sendung lässt Herbert Reul die Katze aus dem Sack und plaudert sogar Einsatzdetails des Silvester- und Weihnachtseinsatzes am Kölner Dom aus, von dem wir bisher so noch nicht gehört hatten. Bleibt dran, es wird heute spannend. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wieder eine vollgepackte Sendung von Markus Lanz von gestern Abend. Und wir starten doch direkt mal rein. Ich habe erst Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, er redet über die Corona-Zeit. Im Grunde zu der Vergangenheit kann man nicht mehr viel sagen. Ich glaube, das war eine verordnete Stimmungslage. Und wer irgendwie eine andere Meinung gehabt hätte, hätte wahrscheinlich wieder schräg, hätte schräg ausgesehen. Wow, eine verordnete Stimmungslage und jeder, der was anderes behauptet hätte, hätte schräg ausgesehen. Ich dachte erst, er hat über Corona geredet. Nein, ich habe dann nochmal zurückgespult. Es ging eigentlich um diese Mund-zu-Geste bei der WM in Katar. Das war eine verordnete Stimmungslage, wie er sagte. Aber spannendes Zitat, würde er das mal in Verbindung mit Corona bringen, würde er sicherlich medial verrissen werden für sowas. Aber wir schauen uns mal an, was denn das Problem von Herbert Reul eigentlich genau ist. Also meine Baustelle im Moment ist ja zum Beispiel, dass immer weniger Leute verstehen, dass man das mit dem an Regeln halten nicht so dumm ist, sondern dass das notwendig ist, um Zusammenleben zu organisieren. Da gibt es nichts Besseres als Mannschaftssport. Wenn Kinder da, das ist unbezahlbar, ja, besser als jede Schule, um das mal banal zu sagen. Mhm. Und genauso, Sie haben das gerade angesprochen, die Frage, dass Leistung erbringen nichts Problematisches ist, sondern Spaß macht. Das ist doch sensationell. Und wenn das da wieder in Mode kommt, da kann ich sagen, da kann ich ein paar Polizisten einsparen. Habt ihr das gehört? Er kann ein paar Polizisten einsparen, wenn Leistung in dieser Gesellschaft wieder gewürdigt wird. Es war eine interessante Debatte, ihr könnt euch das gerne anschauen in der Mediathek von ZDF. Es ging hier darum, dass Leistung der Kern unserer Gesellschaft ist. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, in einem Kapitalismus und da ist es nur selbstverständlich, dass Leistung belohnt werden muss. Und es ging hier vor allem um die Fähigkeit, wie der Sport junge Menschen dazu bringt, Niederlagen zu akzeptieren, Siege feiern zu lernen, also sein generelles Emotionsgefüge hier auszutragen. Der Sport, er soll hier verbinden und darauf beruhte fast die Hälfte der Sendung. Aber wir kommen jetzt hier mal zu den harten Fakten, was Herbert Reul den ganzen Tag so beschäftigen muss. Was sind Ihre Fakten? Ja, das ist relativ klar. Wir haben Gewalttätigkeiten in dieser Gesellschaft wie noch nie. Ich habe im Moment erwischen wir 14-, 15-, 16-Jährigen, die Anschlagsplanung machen. 14-, 15-Jährige, die Anschlagsplanungen machen, wenn sie denn wirklich 14 und 15 sind. Das hat hier niemand in Frage gestellt. Aber wir reden gleich über die Islamisten, okay? Machen wir sofort. Ja, tadschikische Islamisten. Das sind die, die Ihnen auch hier in Deutschland Sorgen machen gerade? Im Moment ist das die aktivste Truppe. Alte Abspaltung von dem IS-Staat. Und die haben sich vorgenommen, jetzt an anderen Stellen der Welt das wieder in Ordnung zu bringen, was sie da vor Ort verloren haben. Das ist so eine... Ja, die machen sich auf den Weg. Und das sind zwei verschiedene. Das eine sind Gruppen, die organisiert auftreten. Da kann man immer noch hoffen, dass wir relativ gut informiert sind und früh genug Bescheid wissen. Aber am schwersten zu beurteilen sind diejenigen, jungen Leute meistens, die sich anstecken lassen und sagen, ich gehe jetzt raus mit dem Messer und stech zu. Und das ist ja irre. Habt ihr gehört? Das größte Problem sind diejenigen, die sich alleine radikalisieren, die dann sofort mit dem Messer zustechen und gleich sagt er nochmal diese besonders interessanten Worte, da stochern wir im Nebel. Da muss sich auch Frau Faeser einige Vorwürfe gefallen lassen. Es ist die Aufgabe der Sicherheitsbehörden hier nicht im Nebel zu stochern, aber wir können wahrscheinlich nur von Glück sprechen, dass es bisher so viele vereitelte Anschläge gab und keiner, der vollendet wurde. Aber die Wahrheit gestern Abend, kurz vor Schluss der Sendung, sie kennt immer keine Grenzen in letzter Zeit bei Markus Lanz. Ich weiß gar nicht, für was er sich hier bewerben will, für einen alternativen Medienpreis, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall inzwischen wirklich sehenswert geworden. Am Köln-Bonner Flughafen, was ist da passiert? Naja, komm, jetzt wollen wir keine Details hier ausbreiten. Das verstehe ich. Aber trotzdem, man muss ja nicht alles wissen. Aber das Wichtigste ist, es gibt diese Leute, es gibt sie im Netz, es gibt Einzeltäter, die sich radikalisieren. Und unser Problem ist, wie kriegen wir frühzeitig mit, dass sowas passiert? Das ist meine größte Sorge, weil wir stochern da manchmal im Nebel.
Wir stochern da manchmal im Nebel. Das ist eine ganz schön harte Aussage für den Innenminister von NRW. Es sagt ziemlich viel über den Zustand in diesem Land aus. Und ich weiß gar nicht, wo das alles noch hinführen soll, ja? Die Polizisten stehen mit dem Rücken an der Wand. Wir haben zu wenig Personal. Es gibt Überstunden ohne Ende. Die Überstunden werden teilweise nicht bezahlt. Herbert Reul hat sogar einen Teil der Überstunden verfallen lassen in NRW. Zusätzlich sind die Grenzen ab 19.07. geplant wieder offen. Und dann kommen tagtäglich wieder Gefährder ins Land, Straftäter, Illegale, Wirtschaftsmigranten. Und wo soll das noch hinführen? In die maximale Katastrophe vermutlich. Aber jetzt passt nochmal ganz genau auf. Jetzt wird das hier nochmal etwas aufgedröselt und wir erfahren heute Dinge, die wir davor noch nicht gewusst haben. In bestimmten Teilen haben wir Informationszugänge und in anderen kommen wir nicht weiter, weil in unserer Gesellschaft ja auch ein Klima herrscht. Die Polizei darf nicht zu viel wissen. Es könnte ja sein, dass sie was Böses damit macht. Also diese Frage muss man, jetzt hat mit Fußball nichts mehr zu tun, aber da muss man auch mal drüber reden, nicht? Welche Zugänge zu Informationen brauchen eigentlich Sicherheitsorgane, um handeln zu können? Ja, aber konkret nochmal, Sie machen jetzt ein bisschen den Demisier, ja, und sagen, alles Weitere würde Sie nur verunsichern. Nein, nein, das verrate aber ich nicht. Aber tatsächlich, die Verunsicherung ist ja schon da. Ja. Und die Menschen kriegen das ja mit. Die kriegen ja auch mit, was da geredet wird, wer die Leute sind, die da festgenommen werden. Das heißt, worüber reden wir da? Was passiert da? Was sind das für Wege? Was sind das für Netzwerke? Was sind das für Mechanismen, für Motive? Was greift da? Das Motiv ist, die Welt zu verändern im Sinne von Kalifstaat. Punkt. Um es relativ einfach zu sagen. Und das wird über das Netz vorangetrieben. Und die Prediger, die früher unterwegs waren und Leute auf der Straße missioniert haben, sind heute im Netz unterwegs und können sagen, das sind so moderne Influencer. Und darauf stehen die jungen Leute. Die turnen die an, da haben die Spaß dran, da lassen sich fesseln und lassen sich dann zu solchen Sachen verführen. Das ist nicht unproblematisch. Und was wir machen, ist ja Reparatur. Das ist ja das Erschreckende. Deswegen war ich so begeistert bei der Anfangsdebatte, weil ich finde, die eigentliche Aufgabe muss ja sein, dafür zu sorgen, dass sowas möglichst gar nicht passiert. Mhm. Je weniger junge Leute alleine rumhängen, je weniger Leute frustriert durch die Welt laufen, je weniger Leute zusammenbrechen, Kinder, die man Misserfolg haben, je besser. Mhm. Aber das andere ist halt ernst zu nehmen. Das ist international, das ist nicht ein deutsches Problem, auch das ist die Wahrheit. Wer lebt dann ab und zu mal, was passieren kann. Moskau war ein relativ eindeutiges Beispiel. Bei uns Silvester, Weihnachten, Kölner Dom, ist nichts passiert, aber es war genauso eine Aktion geplant. Was war da geplant? Ja, ein Anschlag im Umfeld der, es war Wien, Madrid und Köln im Blickfeld. Und dann ist, Gott sei Dank, über einen ausländischen Nachrichtendienst haben wir mitbekommen, da gibt es einen, der da sich intensiv mit beschäftigt. Dann hat man sich mit dem beschäftigt. Und Gott sei Dank haben wir noch zum Westfalen Polizeigesetz, was uns die Möglichkeit gab, den in Gewahrsam zu nehmen für 14 Tage. Damit war der über Weihnachten, Silvester aus dem Verkehr. Mhm. Und wir konnten gucken, wo, was steht da auf dem Netz, was hat der im Handy? Und dann kommt man darauf, dass da ein Netzwerk hinterhängt. Ist so. Harter Tobak, oder? Nur das Polizeigesetz in NRW hat es möglich gemacht, den islamistischen Gefährder hier vor Weihnachten in Gewahrsam zu nehmen und durch die Beschlagnahmung seines Handys und der Analyse dieses Handys eben das Netzwerk hintendran zu enttarnen. Unsere Sicherheitsbehörden stochern im Nebel und das tut mir leid. Sie halten auf der einen Seite den Kopf hin und sind auf der anderen Seite technisch nicht adäquat ausgestattet. Ob eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung hier die Lösung ist, wage ich zu bezweifeln, denn wahre Kriminelle werden sich davon nicht abhalten lassen. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, aber hier kommen noch mal ein paar Szenen. Wissen wir eigentlich, wer genau ins Land kommt? Das ist illusorisch. Also Stichwort Grenzkontrollen und so weiter. Das Grenzkontrollen finde ich eine Sache, über die man ernsthaft nachdenken muss, solange Dublin nicht funktioniert. Also wenn das nicht funktioniert mit den europäischen Regelungen, braucht man eine andere. Und dann muss eben so ein Weg gefunden werden, vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit. Der liebe Gott hat uns einen Kopf gegeben, nicht in den Sand zu stecken, sondern uns was einfallen zu lassen. Wir haben darüber nachgedacht. Wunderbares Sätze zum Abschluss. Der liebe Gott hat uns einen Kopf gegeben, um darüber nachzudenken und ihn nicht in den Sand zu stecken, wie bei Vogelstrauß, so wie das Methode ist. Allerdings ist Herbert Reul hier einer der wenigen Politiker, die ihren Kopf noch versuchen zu benutzen. Ja, er ist von der CDU. Ja, es gibt den Schleuserskandal in NRW. Aber wenn jetzt Herbert Reul uns auch noch von der Fahne gehen würde, welchen Innenminister hätten wir dann noch übrig, der hier so klare Worte findet? Die ganzen Kollegen von ihm, die sind alle deutlich jünger. Die sind zwar manchmal so deutlich, doch kommen sie selten zu Markus Lanz. Ich finde das immer wieder spannend, wenn
Opi hier vom Krieg erzählt. Nein, Spaß, es ist leider nicht Opi erzählt vom Krieg, sondern er erzählt von der bitteren Realität auf den Straßen von NRW. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kommentiere sie unter diesem Video. Hast du die Sendung von Markus Lanz gesehen oder hast du sie nicht gesehen? Und wie sieht es bei dir zu Hause aus mit der Gefahr durch islamistische Gefährder? Kennst du jemanden, der hier salafistisch veranlagt ist, der gerne ein Kalifat hätte? Dann ruf doch bitte mal beim Bundesamt für Verfassungsschutz an und melde diesen Namen dorthin, damit Herr Haldenwang etwas weniger Arbeit hat. Zeitgleich könnt ihr auch eine E-Mail schicken an euer Landesinnenministerium, an das Bundesinnenministerium und an jede Polizeidienststelle in diesem Land. Denn sie sind auf unsere Mithilfe angewiesen und da können wir selbstverständlich helfen, indem wir alle Salafisten, die internetbekannt sind, auch Behörden bekannt machen. Ich meine das vollkommen ernst, das ist kein Spaß. Sie stochern hier öfters mal im Nebel. Okay, das ist mal ein Statement, würde ich sagen. Und damit mache ich jetzt mal Schluss. Schreib mir, wie gesagt, einen Kommentar, abonniere den Kanal, abonniere auch den Telegram-Kanal für die zensierten Szenen, die YouTube hier manchmal nicht zulässt. Dann verpasst du nichts und bleibst immer auf dem Laufenden. Damit bis bald.